herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, es ist wieder soweit. Ich habe wieder einen Grund, ein Video zu drehen. Und ich arbeite ja bei einer Bank. Und es ist jetzt so, dass wir zur Weihnachtsfeier eingeladen sind. Also, ich wurde damals auch schon immer zur Weihnachtsfeier eingeladen von meinen alten Arbeitgebern, aber da hatte ich ehrlich gesagt nie Interesse dran. Ne? Aber dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich auch zu einer Firmenweihnachtsfeier gehe, also zu meiner eigenen. Ja, jetzt kommen wir zum Tollsten. Nicht nur, dass wir zum Italiener gehen und ich Gänsekeule kriege. Wir machen auch noch Schrottwichteln. Also wir sind da ja sehr viele Mädels. Und alle haben mehr oder weniger Spaß daran. Und jetzt habe ich überlegt, so, also es gibt keine Vorgaben. Aber wir müssen nicht extra irgendwas kaufen. Und da habe ich jetzt echt überlegt, so, ja, was hätte ich denn, was ich nicht mehr brauche? Und was aber schon, also was kein Schrott ist, auch wenn es Schrottwichteln heißt. Oder Jewel Club, sagen auch einige, ne? Da kauft man irgendwas so unter 5 Euro. Auf jeden Fall sollte der Wert sein. Also so behaupte ich jetzt einfach mal. Und jedenfalls habe ich mir überlegt, was könnte ich denn mitbringen? Wir haben auch nicht irgendwie Zettel gezogen vorher. Also ich habe jetzt keinen Namen direkt, den ich irgendjemanden, den ich beschenken muss, sondern alle bringen ihre eingepackten Geschenke mit. Und dann, ich glaube, die würfeln das irgendwie. Ich bin mir da auch noch nicht so sicher. Also ich bin danach auf jeden Fall schlauer, denke ich. Aber meine Aufgabe besteht darin, ein Geschenk einzupacken, mitzubringen. Und dann werde ich ja sehen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ich habe dann gedacht, ich habe doch so viele Leinwände hier zu Hause, ich fotografiere doch so gerne. Und ich habe hier einmal diese Leinwand, also die ist so 10x10, 15x15 groß. Und es hat eine richtige Leinwand und ich habe davon ja richtig, richtig viele. Und ja, jetzt habe ich zwei Tierbilder aber auch ausdrucken lassen. Und diese Leinwand, die habe ich jetzt hier, mein XXL, genau, mein Poster XXL, glaube ich, ne, nee, mein XXL heißt, steht hier drauf, .de, bestellt. Da gibt es ja immer so viele Gutscheine und manchmal kriegt man da irgendwie 90% Rabatt und dann kostet das zwischen 2,50 und 2,90, diese kleine. Und ja, da bestelle ich ja ab und zu und ich habe auch wirklich richtig, richtig viele Leinwände hier schon in meiner Wohnung zu hängen. Auch natürlich, die meisten sind größer. Und jedenfalls hier habe ich zwei Tierbilder, also einmal den Affen. Und weil ich eh zu viele habe und die gar nicht alle aufhängen kann mittlerweile, habe ich gedacht, dass ich ja so eine Leinwand verschenken könnte. Und ich habe hier ja, ein Ocelot. Genau, ist so ein Jaguar-Katze, ne? Heißt Ocelot, wenn ich mich recht erinnere. Die Fotos habe ich, wie gesagt, selber gemacht. Und der Wert von diesem ausgedruckten Dingensens ist 2,50, 2,90 so ungefähr. Ja, und ich dachte, das ist doch genau das Richtige für Jewel Club, also Schrottwichteln. Und ja, und jetzt, ich glaube, ich entscheide mich für den Affen. Weil ich den Ocelot persönlich süßer finde. Aber ich finde beide Bilder toll, also ja. So, und dann habe ich ja eben schon verraten, also wir nehmen den Affen, ich habe mich jetzt endgültig entschieden. Genau, ich arbeite ja bei einer Bank und ich habe hier einmal Klebeband und eine Schere und ich habe hier Überweisungsscheine. Offline-Überweisungsscheine von der Targo Bank, nicht von meiner Bank, von einer anderen Bank im Mops. Und genau, ich muss das Ganze irgendwie verpacken und ihr seht es an meiner Stimme, ich finde es lustig. Mal gucken, wie meine Arbeitskolleginnen reagieren, aber ich wollte es in diesen Überweisungsschein verpacken. Ja, ich bin nicht so sicher, ob ich dafür so ein bisschen Hate kassiere, aber eigentlich an sich finde ich das eine ganz gute Idee. Das heißt, wir machen hier den dünnen Umschlag weg. das brauchen wir nicht. Ja, und ich werde die hier also mit Klebeband einfach zusammenkleben. Okay, ich bin ein bisschen abgeschnitten, aber ihr solltet auf den Tisch gucken. So eine Reihe brauche ich, glaube ich, noch. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich zusammenkleben und dafür drehe ich es jetzt einmal um, weil die bedruckte Seite ist ja die schöne Seite und die andere ist einfach nur weiß, deswegen ich drehe sie um
und dann klebe ich erstmal die Rückseiten zusammen. Ja, und jetzt ist der Plan einfach mit Klebeband das alles zusammenzukleben. Das ist jetzt schon mal das Zwischenergebnis. Ja, sieht doch langsam aus wie so ein schönes... Entschuldigung, ich finde es einfach lustig. Jetzt muss ich natürlich gucken, das ist die hübsche Seite, so. Dieses Motiv immer noch, habe ich nicht umentschieden zwischendurch. So, das heißt, ich bereite mir eben ein paar Klebestreifen zu, die klebe ich hier einfach an die Tischkante ran. Und dann haben wir hier einmal schon die Kante umgeknickt. Die geht aber von alleine wieder auf, deswegen möchte ich sie auch gern festkleben, damit es halt einfach wirklich hübsch aussieht. Und ich werde jetzt wirklich anfangen zu kleben. Und das heißt, wir schlagen das hier ein. Hier ist ja so eine perfekte Falte, die werde ich hier einfach nutzen. Und so packt man ein Geschenk in Überweisungsscheinen ein. Ja, ich brauche natürlich noch eine schöne Schlaufe. Deswegen muss ich mal eben schauen, ob ich da noch irgendwas finde. Oh, na klar, in einem ordentlichen Haushalt findet sich alles zusammen. So, und wir haben hier Rot. Das ist schon ziemlich genial. Schade, dass ich kein Gelb habe. Und ich habe hier noch einmal ein Endstück Weiß. So, ich fange mit dem Roten an. So, 1, 2, 3, 4. Und Platz für die Schlaufe. So. Dann einmal die Mitte suchen. So, jetzt machen wir die Schlaufe natürlich etwas dicker. Das heißt, dafür schneide ich mir hier so Dingeries ab. Wir suchen jetzt bei allen die Mitte ungefähr, muss man nicht so ganz genau machen. Legen das hier alles so schön übereinander. Und jetzt bräuchte ich einfach die dritte Hand. Naja, schlechter Witz war, wenn ich hier alleine bin. Leg das hier so drauf, über den anderen Knoten. Jetzt schaut es so aus mittlerweile. Und jetzt habe ich hier eine ordentliche Schere geholt. Das heißt, wir fahren hier überall einmal lang und kräuseln alle Dinge ein. So, jetzt muss ich mich langsam beeilen. Ich muss hier gleich zur Arbeit los. Ach, so. Aber ich bin ja Gott sei Dank auch gleich fertig. Und ich habe meine Tasche auch schon für Arbeit gepackt. Das heißt, ich kann dann gleich losfließen mit meinem E-Roller.
So sieht meine Schleife jetzt aus. Perfekt. Das heißt, das nehme ich heute schon mit. Heute ist Montag. Ich muss es erst Donnerstag abgeben. Aber ich kann noch meinen Sitzkolleginnen, also die in meinem Umfeld sitzen, nochmal fragen, ob das wirklich in Ordnung ist oder ob ich das nochmal neu verpacken muss. Ja, nein. So nehme ich es jetzt erstmal mit. Und damit ist meine Pflicht erstmal erfüllt. Und ich bin natürlich gespannt, was ich zurückkriege vom Schrottwichteln. So, ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so zum Jule Club oder zum Schrottwichteln alles verschenkt. Und wie ihr meine Idee findet. Das würde mich auch mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!